Reacten auf Ich küsse deine, ja, dein Lachsmilies. Twitch-Clips 224, 2 von 2. Mit Tor meinte ich als ersten. Ich würde mal sagen, auf geht's. Rein Das da. hier ist Twitch Clips Germany und das macht total viel Spaß. Da kann man auch ganz toll lachen. Und wenn man auch ganz wenig Spaß im Leben hat, dann sollte man durchaus mal hier vorbeigucken und auch mal das angucken, was die Leute dort machen. Und wenn man Spaß hat, kann man auch einen ganz tollen, lustigen Kommentar halt unten in die Kommentarsektion schreiben. Der moderiert das ja fast so gut wie ich. Der kann ja fast so gut. Der kann ja fast so gut Videos moderieren wie ich. Prost. Echter Moderationsprofi. Aha. Dead by Daylight ist das? Okay. Okay. Das war wohl ein gutes Versteck. Das war gerade mal Eigentlich nicht nicht, fair. Was aber zur Hölle okay. ist das? Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Sie muss was? Story so far. Drache. Rawr. Krasse Abenteurer. Yay! Drache. Rawr. Und Drache jetzt so. Oh! Und Sehr gutes dann die Schauspiel. Abenteurer, die neuen Abenteurer so. Oh. Oh! Versteht ihr? Och, geh doch! Ein Killer hat das Spiel verlassen, okay. Die Gen. Also wenn er hier unserer Gen entfolgt, weg. Alle entfolgen jetzt Wie hier. komme ich darauf? Mich soll da mal nicht entfolgen. Oh, stopp, stopp, stopp. Lasst es bleiben. Lasst es bleiben. Ich habe hier hingezeigt. Da ist der Chat, ja. Oder auch nicht. Da, hier, ihr. Darf ich das bitte rausklippen und out of context immer wieder verwenden? Oh mein Gott, guck, ein grünes Licht. Ich hab grad im ersten, ich hab 2 Sekunden gebraucht. Hab gerade gedacht, das ist ja Turbinator. Ich dachte, das ist im ersten Moment so, Tobi. Das, so für die ersten 2 Sekunden so, das ist, ich weiß, sieht absolut gar nicht danach aus, aber. Darf ich das bitte Ich kann nur kurz rausklippen hier. und out of Ja. context immer wieder verwenden? In den ersten 2 Minuten so ein bisschen, so gar noch nicht so wirklich hingeguckt, so, also Mann mit Bart, das ist normalerweise eigentlich Gronkh, aber das ist normalerweise Mann mit Bart eigentlich Gronkh, also bei mir war es Terminator, das ist ja ein dicker Mann mit Bart. Oh mein Gott, guck, ein grünes Licht. Micha, ich gebe dir jetzt eine unsichtbare Deponia. Backschelle. Oh, die war nicht Du hättest unsichtbar, die einfach hat so wehgetan. machen können, du musst dich ja nicht schlagen. Findest du es gut, dass Brokkoli Deponia legalisiert haben sie wird? gespielt. Also, wenn wir von Brokkoli reden, ich liebe Brokkoli. Wenn du von Gras redest, bin ich mir gerade nicht sicher, ob das legalisiert wird. Wäre ich Ist mir ja auch nicht sicher. legal. Ja, mit der neuen Regierung Rot-Rot-Grün. Ja, kommt jetzt auf die FDP an. Jetzt wäre ich mir auch nicht sicher, ob das legalisiert wird. Ja, hängt halt irgendwie an der FDP. Also von den Grünen auf jeden Fall, von der SPD vielleicht auch, also die würden sich darauf einlassen. Hängt halt, ja, hängt halt an der FDP. Ich Nee, habe die ich ganze glaube Zeit nicht, was im Auge, oder? also Das ist doch falls fast. euch wundert, warum ich hier mit dem Auge rumwische. Ist mir irgendwie eine Wimper ins Auge Multikill! gefallen. Multikill! In beide Augen. Wann geht's Pipi-Pause, Twizy?
Es braucht niemand mehr eine Piepenpause, aber nach all den Jumpscares hat sich jeder schon die Hose gemacht. Das stimmt. Elementarkan. Genshin Impact habe ich auch mal, ich habe das mit privat 1-2 Stunden gespielt, um es mal irgendwie, ich verstehe das Spiel nicht, also es ist halt irgendwie, Genshin Impact ist mir, bin ich echt kein Freund drin, das ist, macht mir echt keinen Spaß. Ich habe es mal 2-3, 1-2 Stunden, ich glaube irgendwas dazwischen habe ich, 1,40 habe ich es irgendwann mal gespielt, habe ich mal ein bisschen angespielt, die 8 Quests so gemacht, das ist mir wirklich, nee, wirklich nichts für mich. Arkan. Elementarkern, Vogel. Ja, kann ich lesen. Kennt man. Das Licht kommt vom Fuchsbau. Was? Ja! Was ist los? Nein! Nein, hast du nicht getan! What? The Witcher 3. Okay. Hä? Ich habe gerade super Auflösung hier. Wie ich sehe. Ist schon. Das ist doch. Das Clip. Hä? Der Clip ist schlecht. Oder Spiel. Weiß nicht. Okay. Was bin ich sehend? Und er soll nicht so einen Ehrenlosen machen? Ist so, ich mach den gleich zur Sau! Oh. Ja. Stream ausgeklopft. Putsch. Auf der Statue gehauen und die Szene rausgemacht. Ja. Hallo, Kamera? Kamera aus. Ja. Yeah. Okay, ich bin gleich wieder da. What? Habt ihr das gerade gesehen? Ja. Kann man nicht die... Und Kapuzen rum. Kapuzi. Schönes Standbild. Der Puzi ist ein sehr guter. Und wir spielen die Seed, das ist ein Mix aus Among Us und der Badella, die machen dann so. 6 Leute. Okay. 6 Leute. Ja, ganz klar. 6 Leute. Gut gemerkt. Wohlgemerkt, 7 Leute. Ich habe jetzt auch mal hier Goose Duck habe ich gespielt, das ist auch ein Among Us-like Ding, was halt so ein bisschen, das ist halt wie Among Us mit Other Worlds, nur mit Gänsen und Enten. Die Enten sind die Imposter und die Gänse sind die Crewmates. Also da gibt es verschiedene Rollen, dass du halt die Kannibalen-Ente bist oder und die Ingenieur-Ente und so. Das ist halt wie Among Us Other Worlds. Bloß jetzt mit Enten. Finde ich richtig süß, finde ich toll. Habe ich schon, ich glaube jetzt 4 Parts damit draus gemacht. Die müssten jetzt entweder davor oder danach oder dazwischen, jetzt zwischen den Reacts auf YouTube hochkommen. Jetzt, wenn ihr den Stream live auf Twitch seht, ist das noch nicht online. Ich werde es demnächst mal nächste Woche irgendwann mal hochladen. Jetzt muss man gucken, dass wir nicht von den Autos überrollt werden. Und da kommt ein Auto. Überrollt das Glas. Was war denn das für ein Spiel? Dass wir nicht von den Autos überrollt. Teamfight Tactics. Okay, da spielt ein Fisch in einem Glas. Okay, interessant. Werden. Okay. Wow, das war ein guter Move. Das sah episch aus. Gehst du hoch? Ich auch im Schlafzimmer. Gehst du hoch? Bitte geh nochmal hoch für mich. Bitte. Ich bin noch nicht fertig. What the fuck? passiert.
Ich wollte schon sagen, ist mir schon aufgefallen jetzt hier. Dann hat sie ein Fenster geöffnet. Wollte schon sagen, nein, halt, stopp, lass, mach nicht. Hier, das Fenster hier, Windows herunterfahren, und hat es auch auf Play geklickt. Er hat wahrscheinlich gedacht, Fehlermeldung wegklicken. Ist okay. Ja, Windows wird heruntergefahren. Nein! Schön. Among Us. Cedric ist es. Und what? Was ist denn mit dir gerade passiert? Among Us. Panda. Cedric. Cedric ist es. Und München. Was? Irgendjemand ist hier ganz besonders feucht. What? What? Stopp! Was Stopp. Ist passiert? Stopp! Stopp! Stehen bleiben! Was ist passiert? Das kam von hier oben. Ist irgendwie ihre Katze? Ich hab mir gerade an die Decke gespritzt. Und das ist jetzt was? Alles auf mir. Okay, wir müssen mal drüber reden, was ich für Ideen habe. Wir müssen mal drüber reden, auf was für Ideen ich komme. Sie hat eine Decke, aber das kam von hier, das kam von, was zum Henker? Was zum, das kam von, das kam hier. Das kam von hier, das kam von schräg vorne, das, als wird irgendjemand, als ständig jemand hinter der Kamera und würde sie mit Wasser bewerfen irgendwie, als, das käme irgendwie, das ist halt, also würde irgendjemand, als hätte ihr jemanden im Glas Wasser irgendwie entgegengeschüttet. Das war mein erster Gedanke, natürlich. Das ist halt irgendjemand. Und München. Das war doch, das ist. Sie hat ein Glas Wasser, das ist. Wie? Hat doch nicht eine Decke. Panda. Cedric. Cedric ist es. Und hier, das, die kommen von. Okay. München. Und das ist jetzt alles auf mir. Sie hat sich selbst mit ihrem Getränk. Ich hab mir gerade an die Decke gespritzt. Okay. Und das ist jetzt alles auf mir. Zu blöd zum Trinken. Was? Auch schön. Was hast du gespritzt? Geht einfach in den Stream. Sie ist zum blöd zum Trinken. Das ist. Hat einfach das Glas Wasser genommen und. Hat sich selbst damals voll gespritzt. Ich zeig euch mal, wie es richtig geht. Vorzugsweise aus der Flasche. So trinkt man richtig. Ha! Scheiße! Was denn? Dark Pictures. Aber das ist eine grundsätzlich gute Position. Dark Souls. Ja, habe ich ja mal. Dark Souls gibt schon als Streamaufzeichnung auf YouTube. Kann ich nur empfehlen, das euch mal anzugucken. Dark Souls habe ich mal mit Modi gemeinsam gespielt, beziehungsweise Modi hat gespielt. Ich habe es live auf Twitch gestreamt. Wer es verpasst hat, kann es auf YouTube angucken. Als Streamaufzeichnung. Sollte noch zu finden sein. Ist relativ frisch hochgeladen. Wenn nicht in der Playlist Zwergenfuß live. Ja, habe ich mal Modi bei zugeguckt, wie Dark Souls gespielt hat. Fand's nicht sehr schön. Hat mir nicht gefallen. So, Assassin's Creed. Ja. Valhalla. Okay, das kenne ich. Das ist. Valhalla habe ich tatsächlich mal bei Gronkh gesehen. Einige Parts. 40, 50 Parts habe ich eben mal gesehen irgendwie. Und dann irgendwann habe ich aufgehört, weil es halt irgendwie. Keine Ahnung. Ich wollte es weiter gucken, aber irgendwann habe ich es dann halt. Ja, bei Gronkh Let's Plays, die so lange dauern, ist halt irgendwann verliert man den Faden und mal verliert man. Ja. Muss ich mal irgendwann mal zu Ende gucken. Habe ich leider noch nicht. Habe ich irgendwie irgendwann mal. Irgendwann kam ein anderes Projekt vom Gronkh, was ich dann mitgeguckt habe oder so. Keine Ahnung. Ich muss gleich mal eine Pause machen. Ich habe erstens immer noch was im Auge. Und zweitens. Tränen jetzt auch, ich werde hier trockene Augen. Ich werde hier bekloppt. Okay, runter.
Okay. Der gute Go-Simulator. Schau, Mama. Schau, was aus deinem Sohn geworden ist. Ja. Nein. Ah, fuck. Shit. Oh, nein. Life is Strange 2, oh, okay. Ja. Das würde ich auch noch irgendwann mal spielen. Ich habe jetzt erstmal, nachdem ich Teil 1 gespielt habe, kommt übrigens auch gerade online auf YouTube, sind, laufen auch gerade die Parts. Let's Play läuft gerade, kommen jetzt ab und an mal Life is Strange 1 Parts auf meinem Kanal. Abonniert meinen Kanal. Eigenwerbung bei meinen eigenen Streams, ja. Kommt vor. Life is Strange, ich habe jetzt erstmal Life is Strange Before the Storm am Laufen. Da muss ich jetzt noch aufnehmen, damit ich gerade am Offscreen aufnehmen. Ja, Life is Strange 2, das werde ich dann auch nochmal nachholen. Life is Strange True Colors, das wird jetzt sicherlich erstmal nicht passieren. Ich meine, die Life is Strange Before the Storm Parts werden jetzt auch erst 2022 irgendwann, Mitte 2022 kommen, also ja, ich werde jetzt erstmal Life is Strange 2 werde ich auch erstmal, da brauche ich jetzt erstmal eine Pause nach Life is Strange Before the Storm und True Colors habe ich jetzt beim Gronkh gesehen im Let's Play, das muss ich jetzt erstmal nicht tun, das müssen wir jetzt nicht nochmal als Let's Play antun, irgendwann bestimmt auch, aber ja, jetzt erstmal 1 und 2 und das Prequel. Fuck, fuck. Nein! You got it, sweetie. Fuck, Shit. Och, nö. Nee, komm da raus. So ist der aus dem Ausschnitt. Nein. Nein. Das macht man nicht auf Twitch. Oh, hallo. Hallo, ich bin nur ein Sub. Ich komme hier mal unterm Arm jetzt vor. Flatter, 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 gleich flatter, 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 flatter. Geht gleich richtig weiter, das ist halt. Unter Jens Axel. So, jetzt muss. Geht gleich versaut weiter. Ja, was los, tschüss. Ist das. Das ist doch nicht wirken, oder? Ach, das ist gut. Geht ein bisschen in die Richtung. Ich bin ja noch am Üben. Oh, das kommt natürlich passend. Kunst. Ja, das ist wahrlich Kunst. Oh, danke schön. Kamerafrau hat mich angeschaut. Das ist auch irgendwie Kunst. Das Problem ist ja auch, das ist jetzt ja hoch. Wir müssen auf den Rucksack im Auge halten, ne? Ja, habe ich im Auge. Ja. In gewisser Weise auch Kunst. Könnt ihr mich anstupsen, weil ich schaffe das allein nicht mehr, weil ich ein Fettklops geworden bin. Was hat er denn gemacht? Warum bist du gestorben? Dark Souls. Versuchst du das? Ich bin echt kein Freund von Dark Souls. Bin ich kein Fan von. Ach, warum? Nee. Ach du Scheiße. Und dann ist es für mich. Davon bin ich ein Fan. Davon bin ich ein Fan. Alles Gute, weil ja, alles Gute im Band. Nein. Ich möchte schon nicht. Kann man gebrauchen. Das ist je nachdem. Ich weiß nicht. Das ist also. Wie es halt bei den Leuten ist. Ist halt. Verschieden. Scheiße. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zu verfolgen, die mir mittlerweile ans Herz gewachsen sind. Geht mir genauso. Doch es gab immer schon einen Stream, den ich so gut wie nie verpasste. Codexus, danke schön. Und dies war. Er meint bestimmt auf diesem Kanal Gronkh, diesen hervorragenden Stream auf dem Gronkh-Kanal. Jeden Freitag ab 18 Uhr, deswegen heißt er frei ab 18. Ich möchte jetzt keine Eigenwerbung machen, aber der ist wirklich fantastisch. Ihr solltet den nicht verpassen. So. Gronkhs Livestreams am Freitag. Was? Ja. Was? Okay, warte, ich muss mal kurz zurückspulen. Ja, also. War mal wieder nicht dabei. Was für eine Scheißerei. Ich komm niemals wieder rein. Hör auf zu heulen, ich auch nicht. Ich bin auch nicht drin. Aber euch wert auch ohne euch Fame. Ich nicht. Dieser Tier-Channel im Discord ist übrigens der beste Scheiß. Jetzt krieg ich immer Bilder. Kinder. What?
Kinderbilder. Oh, Junge, Junge. Schwierig. Tierbilder. Wie Liv Leute und Co. sagen würden, schwierig. Ja, auch von denen bin ich ein großer Fan. Ich meine, ich bin Analphabet. Analphabet. Ja. Wer kennt's nicht, das Analphabet. Ja. Nicht Analphabet. Oh mein Gott. Das ist... Ja, Trennung ist wichtig. Trennung von Wörtern lernt man schon im Deutschunterricht in der Schule. Wörter richtig trennen, das ist sonst wird es schwierig, sonst wird aus dem Analphabet dann ganz leicht ein Analphabet und das wollen wir ja nicht. Das ist dann, ja, das wäre dann schwierig. Ja, ich habe nur einen Versuch. Ich glaube, das war ein Ast, nicht schlimm. Okay. Aber seid vorsichtig, Leute. Hey, Groot, was ist los? Ist so stabil, geht's dir gut? Ja, ist gut. Das ist aber ein großer Pilz. Nein, du hast so einen richtig ranzigen Menschen, der so richtig eklige, dreckige, siffige Finger hat. Und du stehst da mit deinem Glas Nutella und der macht seinen Finger, ich kann das machen, weil ich esse das eh nicht und ich biete es auch niemandem an, und steckt seinen Finger in die Nutella rein. Und zieht die raus, dann hat nirgendwo der Finger ein durch das Nutella. Berührt, nur die Nutella hat die Nutella berührt, weil es ist ja alles gecovert in Nutella. Das heißt, da ist nichts von dem Ranzigen da drin. Gut, dass wir das geklärt haben, oder? Ja. Das sind wichtige Dinge. Jetzt hat sie Nutella am. Jetzt hat sie der Nutella am Finger. Tja. Bei euch. Nee, ich bin sie von Schalter 7. Und? Hattest du auch einen Fuchsschwanz an deiner Antenne? Hey, Moment, bin gleich da. Alter. Oh, Alter. Aber es ist wie in SnowRunner. Er geht halt einfach nicht vom Gas, ey. So, und jetzt kommt ihr. Okay. Ich küsse deinen süßen Schädel. Ich finde hier gerade nichts, was ich küssen kann, was nicht aus Stoff ist. Sag mal, ich hatte doch hier irgendwas. Hier, stell dir vor, das ist dein Kopf. Das ist scheiße. Pan saß auf dem Boden in einem Sitzsack zusammen mit anderen Männern, immer Männer um sie herum. Nee, aber die haben über irgendwas geredet und ich kam halt gerade an. Ich habe alle so begrüßt. Erstmal so, hey, hu, guten Tag, wie schön. Und Pan saß halt da mit der Maske. Und ich umarme Pan und sag, Pan, gut siehst du aus. Und dann, ich meinte die Maske. Aber ich habe in einem Zug gesagt, Pan, gut siehst du aus. Nimm mal ab. Oh, und ich meinte die Maske. Und ich, Pan, alle. Die ganze Halle war auf einmal still. Das war ein sehr... Das war schwierig. Nein. Das war schwierig, ne? Du holst dir jetzt keinen runter! Hör auf! Ist das die erste... Warum ist sie in deiner Hose? Was? Oh, nein, steck sie... Bonk. Okay. Das ist ein Tesla. Zum Tesla hat auch jeder gesagt, boah, nee, und jetzt kauft ihn jeder. Hm. Oh Mann. Theoretisch hat es... Ah, scheiße, stimmt, das hat auch Dreck. Scheiße, stimmt. Und auf der Achse zieht ja nur einer. Und zieht ja nur Säume wieder von der Seite, oder? Ich bin schon, also ich finde Chagge ist echt eklig. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn ihr hier sitzt, der guckt euch so richtig eklig mit diesen Zähnen an. Kannst du das mal bitte in die Kamera machen? Weiß ich nicht, die, ja, bitte, also so. Also es ist halt echt, das ist halt echt eklig. So, und ich sitze halt daneben und denke mir so, what, wo bin ich hier? Sieht ja fast wie bei mir aus. Selbst das. Ja? Sag mal, wann ist denn eigentlich unser Jahrestag? Ist der nicht bald? Oh oh.
Sind wir nicht bald irgendwie 5 Jahre zusammen? Haben wir den Tag verpennt? Tja. Ja, das stimmt. Da gibt's ja, also haben alle. Hast du den Jahrestag verpennt? Vielleicht. Und oh nein, ich komm nicht mehr weg! Was ist das für eine Scheiße? Och, das gibt. Ach, das ist doch. Das ist doch nicht wahr. Loh, jemand fragt, ob er mit dem Shaker ans Flugzeug kommt. Demonstrier das doch mal. Eine Flöte, Co. Sekunde. Also, ich kann euch direkt schon mal sagen, man kann mit dem Shaker nicht ins Flugzeug. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Ist, glaube ich, die Caro, die Praktikantin. Er passt nicht durch die Tür. Was? Ich mache gerade frischen Zopf. Oh, nice. Ich schicke euch. Ich schicke euch. Oh, oh. Gronkh. Ich habe hier mein Buch und. Tiefabgründe bei Gronkh, die sich hier auftun. Wollen wir es nochmal hören hier? Ich schicke euch. Tja. Abgründe. Was? Ich mach grad frischen Zopf. Oh nice. Ich fick euch. Ich schick euch. Tja. Ich hab hier mein Buch und die Geschichte heißt Die hässliche Chenyan. Die hässliche Chenyan. Es gab einmal eine hässliche Chenyan, die so hässlich war, dass jeder Mensch gestorben ist. Ende. Danke, ja, Milchbaum muss man echt. Twitch Clip Germany angeguckt ja. Hast. Vergiss nicht. Muss man Fan von sein, von Milchbaum. Das ist. Ja. Weiß ich auch nicht, was davon halten soll. Wenn du Lust hast oder Zeit hast oder auch nochmal, wenn es dir gefallen hat, dann kannst du auch gern nochmal die Glocke da anfassen und dann gibt es bestimmt demnächst ein tolles Video wieder. Danke, dass du zugeschaut hast. Das bedeutet oh, super. Toll. Ja. Sehr schön. Guck mal, gleich in dem Stil so, ja, Glocke aktivieren, Däumchen nachlassen. Sehr schön, das war Twitch Clips Germany. Schaut auch bei mir vorbei, das tut ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann reacts du. Man sieht sich, bis dahin. Schaut auf Twitch vorbei, das ist nämlich regelmäßig live. Habt noch einen tollen Tag. Ciao. Ja.